Willkommen im HDB Schweißshop, meine lieben YouTuber, meine lieben Max-Schweißer. Genau, heute geht es um weitere Tipps und Tricks bezüglich Max-Schweißen. Und zwar habe ich einen neuen Prozess bei der EWM Picomic 345 entdeckt, der sogenannte Rutak-Prozess. Ich habe mich gefragt, wofür ist dieser Prozess gut? Was kann ich damit machen? Und das ist echt eine geile Sache. Ich bin froh, dass EWM, der Picomic 355 Impuls, diesen Prozess gespendet hat. Unter anderem gibt es auch noch den Vorsack, aber heute geht es ganz genau eigentlich um den Rutak-Prozess. Ein Tipp schon mal im Vorfeld, vollautomatisch bis zu 4 mm Spalt überbrückend, ohne dass wir pendeln müssen, sondern wir setzen einfach an und ziehen runter. Das sind 3 mm Bleche, ungefähr 4 mm Luftspalt einbauen, um zu zeigen, wie einfach wir das überbrücken können. Damit haben wir unseren Luftspalt schon mal vorbereitet. Positioniere ich das Ganze. Der Clou dabei ist, einfach den Brenner hier anzusetzen und runterzuziehen. Die Maschine übernimmt alles vollautomatisch. Also ich muss nicht diese Pendelbewegung machen, diesen Tannenbaum, um das zu überbrücken. Halten in der Mitte drauf und ziehen runter und wir sehen, wie die Maschine diesen Spalt vollkommen selbstständig schließt und eine vernünftige Wurzel macht. Voilà, wir haben absolute Spaltüberbrückung und wir haben eine vernünftige Wurzel. Spaltüberbrückung, kinderleicht. Jeder kann es machen, wenn er die Picomic 355 hat. Die Nahaufnahme der 4 mm Spaltüberbrückung. Unsere Rückseite, die Wurzel. Hier habe ich meine Picomic 355 Impuls, die neue Generation, sehen wir an den Anzeigen mit den 350 Ampere. CO2-Argon-Mixgasflasche vorbereitet, bin auf den Punkt Rutak gegangen. Wir haben jetzt aktuell 1 mm SG3 Stahldraht drin, 1 mm Rollen, das heißt Job Nummer 206. Ich hatte 4 mm Bleche, deswegen hatte ich hier auf Realstärke 3,6 eingestellt. Ich fand, das war am besten so und natürlich hatte ich den Impuls aktiv. Rutak-Puls, der Lichtbogen mit optimaler Schmelzbadkontrolle. Ich kann mir das nicht alles merken, muss natürlich vorlesen. Optimale Spritzenreduzierung im Vergleich zum Standard-Kurzlichtbogen, ganz klar, haben wir ja gesehen. Perfekt für Bleche ab 1 mm, also der Rutak-Prozess ist ja nicht einfach nur da, um einen Spalt zu überbrücken. Den Rutak-Prozess würde ich empfehlen, um eine Wurzellage zu schweißen, Spaltüberbrückung und dünne Bleche mit dem Impuls, kann ich euch nur empfehlen. Optimal für Zwangslage und über Kopf schweißen, ja ganz klar, wir sind mit diesem Rutak-Prozess fallnadsicher. Ja, ich kriege mein Schweißbad viel besser kontrolliert in allen Positionen. Finde ich einfach nur klasse. So, meine Lieben, ich hoffe, mein Tipp hat euch weitergebracht. Ich wünsche euch was. Demnächst gibt es weitere Punkte. Wir wollen mit dieser Maschine, die hat ja nicht nur den Rutak-Prozess, es gibt ja noch den Vorsack-Prozess. Und da stellen wir uns die Frage, was ist der Vorsack-Prozess und wo setzen wir ihn ein? Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.